Eska, 0:0 unentschieden gestern gegen Holstein Kiel. Deine Worte zum Spiel? Ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe und ja, erste Halbzeit haben wir ein bisschen schwieriger gehabt mit Anlaufen und so, aber die haben auch, ja auch nicht richtig Großchancen gehabt und dann in zweiter Halbzeit waren wir besser, finde ich, und habe viele große Chancen gehabt. Also schade, dass wir nicht 3 Punkte geholt haben. Du sprichst es an, am Ende haben nur die Tore gefehlt. Ja, genau. Das war nur ein Zentimeter, glaube ich, das Pfosten vorbei oder am Latte. Ja, das war richtig schade. Ja, es war, ging ja auch gegen offensiv starke Kieler und trotzdem stand die Null. Warum? Ja, das war schön, das war, weil die ganze Mannschaft hat super defensiv gearbeitet und ja, dann haben wir eigentlich unsere Aufgaben erfüllt von dem Trainer. Also deswegen haben wir zu Null gespielt. War das auch ein starkes Signal oder auch gut für die Moral der Mannschaft, jetzt nach den 2 etwas schwächeren Spielen so eine Leistung zu zeigen gegen Kiel? Ja, das war sehr wichtig für das Selbstvertrauen der ganzen Mannschaft. So, ja.